Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Extrem hohe Spritpreise, Hamsterkäufe bei Speiseöl und Mehl und ein Gaspreis, der regelrecht explodiert. Wirtschaft und Verbraucher ächzen unter den Folgen des Krieges gegen die Ukraine. Dagegen hatten wir Freien Wähler bereits im Februar ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Senkung der Energiepreise vorgestellt und die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Doch Berlin macht gerade einmal einen halben Schritt in die richtige Richtung, wo eigentlich mindestens zwei entschlossene Schritte angebracht wären. Benzin und Diesel müssen auf deutlich unter 2 Euro gedrückt werden, dauerhaft. Davon sind wir wegen halbherziger Maßnahmen der Berliner Ampelkoalitionäre meilenweit entfernt. Denn zusätzlich zur Absenkung der Energiesteuer müssten auch CO2-Abgabe und Mehrwertsteuer gesenkt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Nehmen wir unseren Nachbarn Österreich. Dort liegt der Dieselpreis bei rund 1,85 Euro, auf bayerischer Seite bei 2,20 Euro. Doch was Österreich kann, muss auch Deutschland schaffen. Das ist mein klarer Appell an die Bundesregierung. Zwar sind Energiepreispauschale und Energiebonus für unsere Bürgerinnen und Bürger wichtig, doch wir müssen auch an unsere Betriebe denken. Deshalb treten wir dafür ein, Deutschland wieder stärker mit dringend notwendigen Gütern zu bevorraten. Erneuerbare Energien sind vorrangig auszubauen, auch um schneller wegzukommen von Putins Gas, Kohle und Öl. In einem Punkt sind wir allerdings mit der Bundesregierung einig. So schwer es auch fällt, ein Gasembargo gegen Russland wäre aktuell weder für Verbraucher noch für die Wirtschaft zu verkraften. Dann bliebe bald nicht nur die Heizung kalt, sondern die Produktion der meisten Unternehmen in Deutschland stünde still. Mit der Folge von Massenarbeitslosigkeit bis hin zu schweren gesellschaftlichen Unruhen. Das kann niemand ernsthaft wollen. Deshalb müssen wir vorher unsere Energiebevorratung auf sichere Beine stellen, etwa durch einen zügigen Ausbau von grünem Wasserstoff und vielen weiteren erneuerbaren Energien. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sich hierzu vergangene Woche bei seinem Besuch in Wien eng mit Österreich abgestimmt und einen Erfolg erzielt. Der österreichische Energieversorger Verbund ist dem Bayerischen Wasserstoffbündnis beigetreten, das auf Initiative der Freien Wähler vor 3 Jahren in Nürnberg gegründet wurde. Dies zeigt, dass es sich lohnt, wenn Europa zusammenhält. Und bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.